Ein tragisches Blutverbrechen bewegte Wattens im Jahr 1975. Eine traurige Geschichte in Wattens, die sich in den 70er Jahren zugetragen hat und ganz Österreich bewegte. Die Trauerveranstaltung der zwei getöteten Brüdern, Schuhmachermeister Josef Heidrich, 36 Jahre alt, und Geschäftsmann Franz Heidrich, 34 Jahre alt, wurde von Otto Springer dokumentiert. Zwei beliebte Mitbürger, aktiv in Vereinen, wurden abrupt aus dem Leben gerissen. Zur Geschichte. Hermann Mayer, geboren 1946, wuchs in Wattens auf und hatte eine schwierige Kindheit hinter sich. Weiters kam er immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. Sein erstes Schwerverbrechen beging er mit 16 Jahren. Er erschoss 1962 einen Hilfsarbeiter und wurde zu einer Jugendrahmenstrafe von 10 bis 12 Jahren verurteilt und 1972 wieder entlassen. Durch private Rückschläge, Einfluss von Psychopharmaka und Alkohol beschloss er am 6. Juni 1975 sein Verbrechen durchzuführen. Er nahm zwei Patrouillenpolizisten als Geiseln und fuhr im Polizeiauto zum Polizeiposten Wattens. Dort schoss er auf einen Polizisten im Büro, der schwer verletzt wurde, aber noch Hermann Mayer anschießen konnte. Angeschossen bewegte sich Mayer in Richtung Kaffeeseiler, wo er vor dem Posten noch einen Fabriksarbeiter anschoss und schwer verletzte. Im Café Seiler angekommen, erschoss er das Brüderpaar Josef und Franz Heidrich. Anschließend nahm sich Hermann Mayer in einer Hausanlage das Leben.